Herzlich willkommen im Channel My Games Club. Ich habe diesmal Kassadin bekommen. Wir spielen mit Kassadin, Soraka, Katus, Akali und Kog'Ma gegen Jenna, Katharina, Ryze, Pantheon und Twitch. Und Kassadin ist natürlich eine sehr starke Wahl, beziehungsweise ist normalerweise ein sehr starker Champ. Ich denke, er funktioniert in Aram auch sehr gut. Ich werde ihn rein auf Ability Power spielen. Zu den Skills kommen wir gleich, wenn es fertig geladen hat. Und das sollte jetzt auch schon beginnen. Ich denke, ich starte auch mit Ringen von Dorans Ring. Ich habe jetzt natürlich nicht so die optimalen Runen-Settings für ihn. Aber das sollte funktionieren. Und da holen wir die Boots. Und wieder meine geliebten Tränke. Da freuen sie sich schon über den Skin von Akali. Weil seine Krankenschwester ist. Zu den Skills von Kassadin. Die erste Ability, also der Q, ist ja so ein Schuss, den man halt auf ein Target setzt. Kein Skillschuss, der dann noch das gegnerische Target verstummen kann. Und macht ordentlichen Schaden auf jeden Fall. Der W, das ist so ein Angriff, so ja, den aktiviert man praktisch und dann kann man seinen Mana ein bisschen regenerieren. Der E ist ein Flächeneffekt, der aber keine richtige, also keinen richtigen Cooldown hat. Also es müssen Abilities gespielt werden von dem eigenen Team, damit man diese Fähigkeit aktivieren kann. Und dann kann man da schon rausbursten. Er slowt auch noch, soweit ich das weiß. Oder das heißt, soweit ich das weiß, er slowt auf jeden Fall. Setzen wir gleich mal die Tränke um. Da habe ich schon guten Schaden gemacht. Holen mal einen Trank und setzen ihn gleich noch um, dass wir die auch mit der Tastatur aktivieren können. Ah, ich bin noch ein bisschen zu langsam mit den Boots hier unterwegs. Oh, das war ein Schuss ins Leere. Und unser Mana brennt uns hier langsam weg. Hälfte Mana noch. Auf jeden Fall werde ich den W hier erstmal nicht skillen, weil ich den nicht für so stark halte hier drinne, ganz klar. Und der Ultimate, damit kann man sich so teleportieren und macht damit auch noch Schaden. Wir sollten natürlich nicht nur probieren hier Pantheon oder sowas anzugreifen, sondern eher die Squishy Targets. Am besten wäre natürlich sowas wie Ryze, dann kann er sogar nicht casten. Und, der E ging wieder ins Leere. Ist natürlich nicht gut. Aber ich will auch nicht so weit vorne stehen bleiben, dass ich so viel Schaden abbekomme. Hier hat Akali auch jetzt guten Schaden bekommen. Und da kommt wieder das Twitch-Gift. Muss natürlich gucken, wir sind selbst auch nicht das stärkste Target oder was am meisten aushält. Setzen wir den letzten Pot noch ein, den wir haben. Damit wir ein bisschen Dreck wieder reinkriegen. Und da haben wir das Schild wenigstens ausgenutzt. Soraka kann natürlich immer gut hochheilen. Und da unten ist... Ja, hier macht natürlich gar keinen Schaden an ihm. Und hier wird jetzt unser... Doch nicht sterben. Ich dachte, er würde sterben. Alles noch im grünen Bereich. Wir dürfen natürlich immer Pantheon angreifen, weil wir kaum Schaden an ihm machen. Twitch und sowas ist natürlich eine andere Sache. Und jetzt gucken wir, dass wir vielleicht sogar gleich unser Heil setzen können. Wir können natürlich jetzt ein bisschen Death spielen, weil Soraka kann es immer wieder heilen. Das war das Ziel für Akali. Bin ich froh, dass ich es nicht versehentlich weggepickt habe. Da war das First Blood, wir sterben jetzt ja auch noch. Sind auch gerade so rausgekommen. Holen uns hinten noch das Heal. Brauchen noch ein bisschen, bis wir in den Ulti reingehen können. Natürlich, wenn die Gegner Level 6 erreichen, können sie durch Jenna sich sehr leicht hochheilen. Twitch scheint jetzt hier das nächste Low-Target zu sein, was wir leicht machen können.
Und da kommen wir natürlich nicht ran, wenn er sein Gift wirft. Wir müssen gucken, dass wir nicht drauf gehen. Skill natürlich den Q favorisiert, weil wir damit einfach eine längere Range haben. Und wir wollen ja auch nicht immer in den Infight gehen. Sehr schöne Bombe. Da konnte er noch ein bisschen Damage machen. Und da kommt der Kill, der erste Kill. Für unser, was heißt der erste Kill? Der erste Kill wird schon gemacht von unserem Team. Oh, jetzt haben wir Akalias Heal geklaut. Ist natürlich tragisch. Aber wir haben jetzt den Ulti. Und hinten ist das Heal jetzt wieder ready. Wurde auch schon geblinkt. Ob ich mich traue, oben in den Busch reinzugehen? Ich glaube nicht. Natürlich immer noch ein bisschen auf Zeit spielen. Bei uns ist eine Mini mal mit. 32 Gold gönnen wir uns. Können wir ein bisschen Schaden machen. Der E war eigentlich ready. Oh, da wird der Ulti gespielt. Gehen wir erstmal auf Abstand. Und jetzt sterben wir selber. Boah, fast noch durchgekommen. Das Heal von Soraka. Twitch bekommen wir ja nicht mehr. Und da bauen wir uns mal die Boots zusammen, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Ah, normal. Ich bin gerade gar nicht sicher, wie man die spielt. Holen wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen Ability Power. Das kann nie falsch sein. Die Sache ist, ob Fluch des Lichts wirklich so gut ist. Weil, na gut, man kommt im Ulti schon in die Range rein. Aber sonst wird er nicht so viel Auto jetzt machen können. Da könnte ich jetzt schön warten, dass wir ein Target bekommen. Vielleicht sogar einfach in den Tower reinspringen. Gehen wir erstmal aus der Range raus, damit wir nicht den krassen Schaden bekommen. Shield haben wir noch ready, Soraka ist sehr low life. Müssen wir gucken, dass wir hier deffen können. Und hinten liegt Heal. Okay, da haben wir den zweiten Kill gemacht. Leider hat er aber auch noch einen getötet. Soraka ist down gegangen am Gift. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was oben sich im Busch drin befindet. Den könnten wir vielleicht sogar wegbürsten, bevor er hier großartig was machen kann, aber gegen Ryze ist das natürlich so eine Sache. Wenn wir dann Stun abkriegen, sind wir selbst Geschichte. Wir können das Shield noch spielen und damit noch ein bisschen Schaden abwehren sozusagen. In den Kampf reinkommen ist natürlich kein Problem. Wir können im Nachhinein immer gut in den Kampf reinkommen. Wo andere eher Probleme haben. Da haben wir wieder einen Spieler verloren. Haben momentan keinen Mana mehr. Könnten natürlich Ryze jetzt einfach aus dem Leben bursten. Und das war eine schlechte Entscheidung. Da kam der Ulti von Ryze und sind an der Front einfach verstorben. Darf natürlich ganz so squishy sein. Das ist auf jeden Fall das falsche Item. Vielleicht sogar eher, dass wir nicht ganz so squishy sind. Und Akali sagt, wir sollen unbedingt ein Orakel kaufen. Das liegt an Twitch, damit Twitch nicht machen kann, was er will, weil er kann sich ja unsichtbar machen und kann es dann immer wieder harassen oder Kills machen, die wir nicht so einfach voraussehen können. Können wir ein bisschen Schaden machen. Gehen natürlich wieder ein bisschen back. Wir wollen uns nicht hier unnötig
ohne dich versterben. Sehr schön. Ulti hat noch ein bisschen, der hat einen sehr kleinen Cooldown, aber er hat immer einen Cooldown. Oh, das war schlecht, einfach in den Tower reingelaufen. Müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen. Da haben wir einen Heal bekommen, wir brauchen auch wieder Mana bald. Soraka regelt das schon. Oh, da war der für den Coup, war kein Mana mehr ready. Machen schon extremen Schaden mit dem Q. Wir können natürlich gleich mal den W-Skill mit ein paar Auto-Hits machen können. Und wir müssen natürlich auf unseren Mana aufpassen. Eben, die Combo hätte wunderbar funktioniert, wenn ich genug Mana gehabt hätte. Ich habe es nicht richtig hingeschaut. Wir gehen hier ein bisschen mit auf Abstand. Pantheon sollten wir natürlich nicht als Target angreifen. Aber Ryze schon eher und vor allen Dingen Janna, weil sie momentan so extrem low ist. Und da sind wir leider geplatzt. Zu viel Schaden bekommen. Wollte noch shielden. Und Karthus hat überlebt, sehr gut. Ah, der Sprung geht ins Leere. Jetzt haben wir auch unseren Katalysator komplett, können mit jedem Level Up wieder ein bisschen was kriegen. Und die Energiewelle auf Stufe 4. Der Q ist schon auf 5 und jetzt können wir zumindest ein bisschen Schaden austeilen gehen. Wir haben auch knapp 1700 Leben, das ist eigentlich ganz ordentlich. Haben wir einen Stun bekommen. Unsere Welt ist aber schon wieder ready. Jetzt haben wir noch ein bisschen Schaden gemacht. Ah, der Schaden hat diesmal nicht gereicht. Und da kommen wir noch davon, gerade so. Nehmen uns das Heal. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier nicht kaputt gehen. Wir können natürlich sehr krass bursten und das sollte schon reichen, um viele Gegner zu töten. Wir können es ganz hinten das Heal noch holen, da gehen wir auch mal hin. Damit das auch wieder spawnen kann. Wird momentan eh nicht gebraucht. Und Akali wird hier sterben. Hat aber Twitch noch bekommen, sehr schöne Sache. Und da kommt Ryze wieder. Bei Ryze ist natürlich aufpassen auf den Ulti. Da haben wir nochmal gut Burst Damage gemacht. Und wunderbarer Heal von Soraka. Soraka gefällt mir auf jeden Fall. Spielt sehr schön. Das war totally fail. Zu schnell gedrückt. Es ging alles in die falsche Richtung. Zumindest der E ging in die falsche Richtung. Aber wir haben das noch bekommen. Hab ich einfach geopfert. Sollte man natürlich nicht machen. Und ich probiere natürlich ein bisschen Leben zu stacken. Und wunderbarer nächster Kill, den werden sie wohl nicht mehr kriegen, schade. Ich wollte eigentlich sagen, den werden sie noch kriegen. Und ja, wir holen uns trotzdem das Buch. Obwohl man jetzt vielleicht sparen würde, aber wir verkaufen später einen Dorans Ring. Und krabbeln mal wieder an die Front. Können wir auch einen Ulti setzen, verbraucht nicht so viel Mana. Wir können natürlich auch den Ulti immer und immer wieder spielen, dann macht er mehr Schaden. Problem ist natürlich, wir haben nicht genug Mana dafür. Direkt mal schön locker die Hälfte des Lebens abgezogen. Die anderen sind ja auch ein bisschen squishy, ist, dass wir die CDs abwarten. Haben noch guten Schaden gemacht, leider haben wir den Spieler verloren. Und jetzt wird hier Kog'Maw natürlich ein bisschen rausprügeln.
wieder in den Tower gelaufen. Hat direkt Magieschild bekommen. Und wir haben den Ulti und alles ready. Da gehen wir einfach mal rein. Und den haben wir auch platt gemacht bekommen mit dem Team hier. Das läuft alles sehr schön. Heal ist ready. Wir können jetzt eigentlich den Tower hier ein bisschen pushen. Ohne dass die Gegner großartig was dagegen machen können. Hat leider überlebt. Werden jetzt vom Tower hier immer wieder anvisiert. So, Karl läuft uns hinterher, weil sie uns healen möchte. Und ja, bleiben wir mal in der Range. Oben ist ein Heal. Das holen wir uns einfach mal. Hauptsache, die Gegner bekommen das nicht. Hinten in der Base haben wir auch noch einen Heal. Und das war nix. Und Twitch lebt noch. Setzen wir unser Heal. Und den kriegen wir durch Katos. Auch noch ein bisschen Schaden dran. Was haben wir nicht bekommen? Okay. Da haben wir den Kill bekommen. Da hinten liegt das Heal. Packen wir uns schnell. Und den können wir noch machen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier. Unten ist die kleine Ratte wieder. Und Janna. Leider reicht der Burst nicht, um ihn einfach mit One-Hit-Combo zu finishen. Wir müssen natürlich auch mal ein bisschen CDs abwarten, damit wir nicht voreilig reingehen. Haben aber schon guten Schaden gemacht. Also haben wir gut mal 80% Schaden gemacht. Jetzt werden wir hier gefokust und kriegen natürlich krassen Damage. Oh, da haben wir ihm das vielleicht sogar gestohlen. Kali geht jetzt rein. Wir kommen hier nicht in die Range rein. Das reichte nicht. Und da sind wir sinnlos gestorben. Haben noch den Assist an Twitch verschenkt. Der Hibiturm, kriegen wir den noch down? Wir sind natürlich jetzt hier ein bisschen am Fighten. Guck mal, sollte vielleicht einfach den Inhibitor angreifen. Sorka macht jetzt hier den Hit. Und hier brauchen noch ein paar Hits. Das hat nicht funktioniert. Verkaufen wir jetzt einen Ring. Und hier haben wir eigentlich krass gefailt. Ich könnte mir natürlich auch direkt zusammenbauen. Aber den einen Dorans Ring spare ich mir noch. Und da haben wir den Inhibitor doch bekommen. Ich dachte, wir hätten sich zurückziehen müssen. Und so wie es aussah, hatten die Gegner einen Lever. Da haben wir noch einen guten Schaden gemacht, mal die Hälfte des Lebens abgezogen. Aber sie hat auch einen guten Reck. Und ich war hier fest genetzt. Der Schaden reicht nicht, um durch das Shield durchzukommen. Aber wir sind gut am Pushen. Und da haben wir nochmal einen schönen Kill gemacht. Und jetzt brechen wir einfach mal hier krass durch den Tower durch. Die Gegner schreiben auch schon GG. Und well play. Und das sollte eigentlich gewonnen werden.
ohne Probleme. Auch mit Ryu noch einen Kill zu machen. Haben mit Akali und dem Burst haben wir noch das Leben gerettet. Und Twitch umgebracht. Auf jeden Fall ein schönes Ende für das Spiel, gewonnen. Und schaltet ein beim nächsten Mal.